freue mich, dass wir jetzt hier gemeinsam auf Schatzsuche gehen. Und zwar vor allem, wir gehen auf zwei Schatzsuchen. Den einen Schatz, das ist der Schatz im NLP. Und den zeige ich euch. Und der zweite Schatz, das ist der Schatz, der in dir selber ist. Da zeige ich dir, wie du den findest. Okay? Und bevor das so richtig losgeht und wir auf Schatzsuche gehen, will ich euch ein bisschen so, weil vielleicht kennen mich noch nicht alle, von meiner eigenen Schatzsuche erzählen, wie ich zu dem Ganzen gekommen bin. Also ihr seht es hier schon, da steht es ganz groß und ich sitze im Bild. Ich bin Ralf Stumpf und ich habe NLP kennengelernt 1986. Da kam ich nach Berlin zum Studieren und hatte so die Idee, also zum einen, ja klar, Musikstudium machen, deswegen war ich ja vor allem hier. Aber ich hatte auch gehört, dass es in Berlin diese ganz geheimnisvolle Psychoszene gibt. Und wie die meisten Menschen in diesem Alter dachte ich, dass meine persönlichen Themen weltbewegend riesengroße Themen sind und dass ich da ein bisschen Hilfe brauche und Unterstützung. Also habe ich mich umgeguckt in der Berliner Psychoszene. Und ich kann dir sagen, ich habe da Sachen entdeckt, über die schweigen wir lieber. Okay, über eins schweigen wir nicht, das war die Urschreitherapie. Da legt man sich auf den Boden, streckt alle Viere von sich und schreit. Und derjenige, der mir damals die Urschreitherapie empfohlen hat, die ich dann übrigens nicht gemacht habe, der hat mir gesagt, dass er mir für danach NLP empfehlen würde. Und da habe ich zum ersten Mal dieses Wort NLP gehört. Und er hat mir auch gleich jemand empfohlen, bei dem ich es machen soll, weil er meinte, der wäre richtig gut und das war Bernd Isert. Dann habe ich Bernd Isert angerufen, der ist aber damals gerade von Berlin weggezogen gewesen, der hat mir jemand anders empfohlen, dann fing ich an mit Einzelstunden und habe NLP für mich genutzt und für meine Themen. Und weil ich es gut fand, fing ich dann irgendwann an, Bücher zu lesen und ich fand es immer besser und dann fing ich an, die Ausbildung zu machen 1989 und in der Zeit habe ich dann irgendwo in einem Buch oder in der Ausbildung von Modeling gehört. Und das war der Augenblick, wie ich zum ersten Mal verstanden habe, was NLP da anbietet, Modeling. Und mir klar war, das will ich lernen und da will ich einen Beruf draus machen. Weil für mich als Musiker war das damals das Normalste von der Welt, von tollen Leuten umgeben zu sein und von denen lernen zu wollen. Also das war halt mein normaler Zustand, lernen von Leuten, die irgendwas drauf haben. Und ich fand das auch, obwohl ich dachte, ich habe so irgendwelche Themen, ich hatte keine Lust, mich mit den Themen großartig zu beschäftigen, mit den Problemen. Und Modeling war das Versprechen, wenn du ein Problem hast, such dir einen, der die Lösung hat, der die Lösung liebt und lerne von dem. Und am Ende war das für mich die Idee, wo ich dachte, wenn das Modeling funktioniert, dann ist ja die ganze Welt wie ein Supermarkt. Und ich kann mir von jedem Menschen die genialsten Strategien einfach übernehmen. Und das wollte ich lernen, weil es ist vielleicht besonders, aber für mich waren die Menschen, die mich umgeben haben, also fast alle mit ganz wenigen Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen waren das alles so wandelnde Schatzkästchen. Das liegt vielleicht auch daran, dass wenn man Musik studiert, ist man umgeben von lauter Menschen, die gut klingen. Also man hat es dann leichter, in denen irgendwas Schönes zu vermuten, weil das klingt schon erstmal ganz gut, entweder am Instrument oder von der Stimme oder was die halt einfach machen. Aber Künstler rundum, besondere Persönlichkeiten und man lernt halt voneinander. Und dann habe ich NLP gelernt, ab 1989 Practitioner, Master, Trainer. Dann war ich Teilnehmer im ersten deutschsprachigen Trainertraining. Es war toll und was ich nicht gelernt habe, war Modeling. Das war die Enttäuschung. Also für die von euch, die ein bisschen von NLP Ahnung haben, ich habe diese komische Wacock-Schreibweise gelernt, VE-Pfeilchen. Also, wenn ihr es nicht kennt, seid froh, das Zeug ist veraltet. Dann habe ich die logischen Ebenen gelernt, wo man durchgeht und fragt, wo machst du das, was machst du, wie machst du das? Ja, nett. Das kam im Trainer nochmal. Dann war ich NLP-Trainer. Habe dann selber angefangen, Seminare zu geben. Gebe seit 1994 auch die NLP-Ausbildung. Ist gut, macht Spaß den Leuten und mir. Aber Modeling?
Ich habe es sogar dann probiert. Ich habe dann mich mit Leuten getroffen, die irgendwas Cooles drauf hatten, und habe die gefragt, wie ihre internale Strategie ist. Und die haben die Fragen nicht verstanden. Und ich bin dann mit denen durch die logischen Ebenen gegangen und habe sie gefragt, wenn du das machst, was glaubst du dann? Was ist dir wichtig? Und die haben die Fragen auch nur so halb verstanden. Aber ich wollte Modeling lernen. Ich wollte das von diesen Leuten übernehmen. Okay, wenn das ein Film wäre, käme jetzt der Untertitel 15 Jahre später. Also wir springen ein Stück vor und sind jetzt so Anfang der 2000er, weil nach vielen Irrwegen und auch einigen Erfolgen konnte ich es dann irgendwann. Das größte Stück Arbeit, da kommen wir nachher noch drauf, war für mich die Frage, wenn ich von jemandem erkenne, was der Gutes drauf hat, also quasi dessen Schatz hebe, wie kriege ich den in mich? Also wir kommen später noch drauf auf das Stefan Landsiedel Modeling. Wenn ich dann weiß, also ich weiß, Stefan Landsiedel ist erfolgreich, und wenn ich dann auch weiß, wie er erfolgreich ist, mit welchen internalen Strategien, wie kriege ich die rein? Also nehmen wir an, ich weiß, weil das ist ein Glaubenssatz von Stefan Landsiedel, der hat gesagt, wenn ich ein Angebot mache, dann stößt das auf Erfolg. Da dachte ich mir, schön, was ist, wenn ich das nicht glaube? Dann kann ich mir jetzt ja nicht einreden, wenn ich ein Angebot mache, dass ich das auch will. Aber das klappt nicht, sich das einzureden. Also das war das Hauptding. Wie bekomme ich so eine Strategie in mich rein? Da habe ich jahrelang dran getüftelt. Aber irgendwann klappte das dann. Und seit 2008 konnte ich dann Modeling wirklich anbieten. Auch da kam ein großer Firmenauftrag aufgrund meiner frechen Klappe, weil die haben gesagt, kannst du ein Verkaufstraining machen? Habe ich gesagt, gerne. Ich habe aber keine Ahnung von Verkauf. Ihr habt doch bestimmt gute Verkäufer, kann man den nicht modellieren? Und die sagten ja. Und ich sagte, weil ich wusste noch nicht genau, wie das geht. Also habe ich dann ein paar Wochen mir Zeit genommen, mich intensiv darum gekümmert, dann klappte es und dann war ich bereit für die Welt des Modelings. Und dann kam kurz darauf der Tag, wo Stefan Landsiedel und ich uns begegnet sind. Und ich wusste ja schon, großer, bedeutender NLPler, größtes Institut weltweit, größtes Institut, super erfolgreich. Und dann bin ich hin und habe gesagt, Stefan, darf ich dich modellieren? Und es war zäh, das Ja von ihm zu bekommen, weil er hat immer gesagt, Ralf, ich bin selbst NLPler, ich kenne meine Strategie, außerdem mache ich nichts Besonderes. Ich mache einfach, aber nichts Besonderes. Und ich, Stefan, darf ich dich mal... Irgendwann 2014 war es dann soweit, im Sommer, im Juni. Ich durfte ihn besuchen, wir saßen auf seiner Terrasse, ich habe ihn modelliert. Das Gespräch war merkwürdigerweise unangenehm, ich kann euch nachher sagen, warum. Aber vom Ergebnis her war es gut. Ich habe dann Übungen aus ihm gemacht, ziemlich viele, komme ich auch nachher drauf. Habe die ihm geschickt. Und dann, hat Stefan mir hinterher gesagt, hat er verstanden, was ich unter Modeling verstehe. Weil ich habe ihn sozusagen in NLP porträtiert. Ich habe ein NLP-Porträt von ihm angefertigt. Und als er das gesehen hat, war er offen, dass ich dann in Kitzingen eine Woche Modeling-Seminar gegeben habe. Das war mein erstes großes Modeling überhaupt dann. Und Stefan saß mit drin. Fühlte ich mich natürlich gewertschätzt und geschmeichelt. Allerdings saß er drin eine Woche mit so einem Gesicht. Null Reaktion. Und ich dachte schon, Gottes Willen, was ist da los? Und am Ende dann, fünfter Tag, Abschlussrunde. Wir alle sollten sagen, wie es ihnen gefallen hat. Das Wort ging an Stefan, der saß da so hinten links in der Ecke. Und er meinte, das war nicht Modeling. Das war die NLP Masterclass. Gut, in dem Augenblick war dann die NLP Masterclass geboren, haben wir die Masterclass gemacht, erste, zweite, dritte Masterclass. Und aus der Masterclass entstand dann die NLP Modeling Ausbildung, Modeling Practitioner, Modeling Master, Modeling Trainer, Modeling Coach, die ich jetzt seit 2018 gebe. Und soweit ich weiß, ist das wirklich die weltweit einzige Modeling Ausbildung, die es gibt. Ich glaube, es gibt keine andere Modeling Ausbildung. Und da bin ich schon stolz drauf. Und gut, damit ist meine Biografie jetzt hier an dieser Stelle erstmal zu Ende. Wir kommen also quasi jetzt in die Gegenwart, ins Jetzt. Und das Merkwürdige ist, was ich all die Jahre nicht so richtig sagen konnte, ist, was ist eigentlich Modeling? Also ich habe da immer mit einem Wort operiert, was mir eigentlich selber gar nicht so 100% Modeling, ja, die einen sagen, Modeling ist das Herz des NLP, Modeling ist die Keimzelle des NLP, Modeling ist eine NLP-Technik, nein, NLP ist eine Modeling-Technik, nein, NLP kommt aus Modeling, Modeling kommt aus NLP, NLP ist Modeling. Ein Kuddelmuddel und die Frage,
was ist es jetzt eigentlich? Also wo ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen NLP und Modeling? Da war ich mir unsicher. Und so bin ich wirklich froh, dass dann irgendwann 2015, 16 um den Dreh war das, glaube ich, oder in der ersten Masterclass, 2016 muss das gewesen sein, kam Gudrun Reinschmidt, der ich dafür wirklich sehr dankbar bin, und hat mir ein Zitat von John Grinder, dem NLP-Begründer, zugeschickt. Und ihr wisst ja, Grinder ist der Begründer des NLP, also der darf kompetent Sachen davon sagen. Und Grinder hat 1996 das hier gesagt. Ist viel Text und drum bin ich mal einen Augenblick still und ihr könnt es lesen. Dann muss ich es nicht zweisprachig vorlesen. Und wenn ihr das jetzt gelesen oder überflogen habt, dann seht ihr, dass Grinder da eine ganz spannende Unterscheidung bringt. Und zwar sagt er, es gibt NLP und die Anwendungen von NLP, die Applications of NLP. Und Applications, ich meine, ihr habt bestimmt auch so ein Ding, ne? Da sind Apps drauf. Also ich mir überlegt, wenn es NLP-Apps gibt, also die Six-Step-App, die Change-History-App, die Disney-App, dann muss es ja auch ein Betriebssystem geben, quasi NLP-Operating-System, NLP-OS. Und das heißt, das, was die Leute normalerweise NLP nennen, sind ja nur die Apps. Das ist ja gar nicht wirklich NLP. Das wirkliche NLP ist ja eine Ebene drüber. Das wirkliche NLP ist ja die Methode, mit der man die Apps herstellt. Und das ist Modeling, ganz klar gesagt. Das heißt, Modeling ist die Methode, mit der NLP, also das, was die meisten Leute sich unter NLP vorstellen, mit der NLP hergestellt worden ist, mit der NLP erzeugt worden ist. Von daher kann man wirklich sagen, nein, nicht Modeling ist NLP. NLP ist ein Stück von Modeling, ein kleines. Und jetzt schreibt Grinder hier diesen tollen Satz, dass er sich überlegt, wie das wäre, wenn sich irgendwelche beherzten Menschen zusammentun würden, Männer und Frauen auftreten würden, engagiert und weitere Sachen machen täten, wie er damals und Richard Bandler gemacht haben. Und da habe ich mir überlegt, das ist doch großartig. Also könnt ihr euch überlegen, was alles möglich wäre, wenn das, was wir heute unter NLP kennen, nur ein Beispiel unter vielen, nur ein Beispiel für das ist, was eigentlich mit dem wirklichen NLP möglich ist. NLP OS, NLP Application. Das ist Modeling. Und ich erzähle euch jetzt mal die ganze Geschichte des Modelings. Da muss ich ein bisschen ausholen. Das fängt an einem Donnerstagnachmittag vor 3,5 Milliarden Jahren. Das war nämlich der Tag, an dem das Leben erfunden worden ist. In irgendeiner Ursuppe, wo es blubbert, tauchte plötzlich die erste Zelle auf. Und die lebte da fröhlich vor sich hin. Und die Natur stand entzückt daneben. Ach, ist das schön, es lebt, sie hat sich gefreut. Und sie dachte sich, das wäre doch toll, wenn das jetzt so weitergehen würde, also wenn quasi, wenn das Leben weiterginge, wie machen wir das jetzt? Jetzt lebt da eine Zelle, wie kriege ich die irgendwie, dass es weitergeht? Und erste simple Idee, wir kopieren die. Das heißt, eine Zelle macht und macht zwei Zellen aus sich. Und die zwei Zellen machen vier Zellen und flupp, 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 flupp geht das immer so weiter. Das heißt, wir machen Kopien von dieser Zelle. Brillante Idee, das Leben bleibt erhalten. Einziger Nachteil, wenn sich das drumherum ändert, die Umwelt, dann passt das vielleicht nicht mehr und dann ist das Leben schon zu Ende. Also kam die Natur sofort mit der nächsten genialen Idee um die Ecke und erfand den Fehler, eine der größten Entwicklungen der Natur. Und ab jetzt wurde manchmal beim Kopieren ein kleiner Fehler eingebaut. Das heißt, die Zelle kopierte sich und ups, irgendwann ging mal was schief, kleiner Schreibfehler und es kam was Neues raus. Das heißt, das war die Erfindung der Mutation. Indem die jetzt mutieren, die Zellen, entsteht plötzlich Vielfalt, weil die einen machen das so, die anderen machen das so. Plötzlich gibt es ganz viele verschiedene Zellen, die da so vor sich hin leben in der Ursuppe.
Und dann kam irgendwann der Tag, wo die eine Zelle so auf die andere Zelle schaut und sich dachte, schon gut, was die da kann, das würde ich auch gern können. Und sie entwickelt die erste rustikale Form des Modellings, sie isst die andere Zelle einfach auf. Das heißt, sie inkorporiert die Strategie, sie verbindet die beiden Gain-Codes. Das heißt, indem sie die andere, vielleicht kleinere Zelle aufisst, hat sie was gelernt, also was übernommen von der Strategie, von der Zelle. Es gibt ja heute noch irgendwelche kriegerischen Stämme im Wald lebend, die machen das gerne auch mit besiegten Feinden, dass sie die essen oder zumindest ist das Gehirn, um deren Kraft und Stärke zu übernehmen. Und vielleicht kennt ihr das auch, wir haben das ja noch als Sprichwort, wenn sie irgendeinen toll findest, sagst du vielleicht auch, von dem kann ich mir echt mal eine Scheibe abschneiden. Ich meine, da hört man noch den Nachhall dieser Strategie. Ja, und so ging das dann weiter. Aber die Welt entwickelt sich, das Leben entwickelt sich, alles Mögliche wird immer komplexer. Auch die Strategie stieß irgendwann an ihr Ende und dann dachte sich die Natur, na, wenn wir das mit den zwei Zellen, wenn das schon so geklappt, machen wir doch einfach ein System draus. Wir kombinieren da jetzt immer zwei Zellen, dann gibt es mehr Variationen und die Natur erfand den Sex. Eine ziemlich gute Idee, das so zu machen. Man weiß bis heute nicht hundertprozentig, wo eigentlich jetzt wirklich der Vorteil ist, weil durch dem, dass die Natur Sex erfunden hat, brauchen wir jetzt immer zwei, um ein neues zu machen. Vorher konnte ja eins ein neues machen, jetzt brauchen wir zwei. Also eigentlich irgendwie, man denkt rein rechnerisch, blöde Idee. Wahrscheinlich ist der Trick, warum sich das so lohnt, dass jetzt ein Auswahlprozess dazu kommt. Jetzt darf nicht mehr jeder. Also die Natur hat dann zwei Varianten entwickelt, wie sich das entscheidet, wer darf. Die erste Variante war, die Männchen kämpfen miteinander und machen unter sich aus, wer ist das stärkste Männchen. Und das darf dann die Gene weitergeben. Und die andere Strategie war, die Weibchen wählen, welches Männchen darf. Interessanterweise führt die zweite Strategie zu noch besseren Ergebnissen. Also es sieht so aus, als ob die Frauen nicht nur in der Wahl ihres Outfits besser wären als die Männer, sondern auch in der Wahl des genetisch erfolgreichen, also lohnenswert zum Weiterleben, wie soll ich es formulieren, ihr wisst, was ich meine. Und seitdem ist es so, dass die Männchen vor sich hin balzen und irgendwie sehr beeindruckend aussehen und die Weibchen überlegen sich halt, wen sie da und so weiter. Das Lustige ist nur so als Randbemerkung, wenn du in deine Vorfahren guckst, führt das nämlich dazu, dass du doppelt so viel weibliche Vorfahren hast wie männliche. Weil nämlich im Grunde jede Frau ihre Gene weitergibt, aber nur ungefähr jeder zweite Mann. Das heißt, rückblickend ist es so, ein Mann hat zwei Frauen und der andere Mann hat gar keine Frau und dann geht es wieder auf. Das ist diese Sache mit dem Wählen. Okay, das war schon ziemlich gut. Jetzt kommt durch die Kombination, durch die Auswahl, tun sich die immer besseren Gene verbreiten, aber die Welt ist immer noch zu komplex, immer noch zu schnell. Aber die Natur ist nicht dumm. Kommt sie schon mit der nächsten genialen Idee um die Ecke? Genauso gut wie es manche sagen, sogar besser als Sex lernen. Und hat jetzt beschlossen, wir schreiben nicht mehr alles in den Gencode rein. Wir lassen da jetzt Speicherplatz frei. Es gibt quasi so werksmäßig so eine Grundausstattung an erster Software, aber die entscheidende Software, quasi die Anwendungsprogramme, die werden nach der Geburt installiert von Mama und Papa und dann kriegst du so dein Office-Paket fürs Leben und die Updates ziehst du dir selber rein durch Versuch und Irrtum. Machst du was, klappt nicht, machst du es nochmal, klappt es vielleicht doch, Schnauze fallen, aufstehen, weitermachen, was gelernt und so weiter und so fort. Coole Strategie. Die ist sehr erfolgreich. In dieser Disziplin haben wir Menschen es zur Weltspitze gebracht. Es gibt kein anderes Wesen, was mit so wenig vorprogrammierten Programmen auf die Welt kommt und so viel lernen muss und kann wie wir. Es ist eine Erfolgsstrategie. Aber ja, Hans, es reicht immer noch nicht, weil die Welt ist komplex und ändert sich ganz schnell. Das Problem bei allem, was ich euch jetzt gesagt habe, ist immer, dass die Informationsweitergabe immer noch vertikal erfolgt. Von einer Generation zur nächsten Generation. Für Fruchtfliegen spielt das keine Rolle. Wenn ihr mal irgendwie Obst offen liegen lasst, wisst ihr, dass die innerhalb eines Tages kommt, jetzt bis zu den Urgroßeltern bei den Fruchtfliegen. Bei uns dauert es ein bisschen länger. Das heißt, die Welt ändert sich schnell. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir schneller hinterherkommen. Und da kam die Idee auf, man könnte doch voneinander lernen. Also vielleicht nicht nur so die Informationen weitergeben, sondern auch so die Informationen weitergeben. Also nicht nur vertikal über die Generationen, sondern
horizontal, so von Mensch zu Mensch, voneinander lernen. Und so komisch das klingt, das können nur ganz wenige Lebewesen. Man denkt, das können mehr, aber die meisten können es nicht. Das können die Menschen und noch zwei, drei andere Lebewesen. Und der Biologe Richard Dawkins kam mal irgendwann auf die Idee zu sagen, ja, wenn die Informationsweitergabe über die Generationen mit den Genen funktioniert, dann könnte man doch die Weitergabe von Informationen, die so horizontal läuft, Meme nennen. Und er erfand das Wort Meme. Ja, und wenn man sich das Wort Meme so vorstellt, ich zeige euch da mal die nächste Folie, ja, hier müsste was passieren, dann kann man ja weitermachen, dass man sagt, naja, wenn es die Gene gibt, dann gibt es die Meme. Und dann gibt es den Gencode, wo da Information drin ist, und den Meme-Code. Und dann gibt es halt auch Gentechnik, und dann müsste es halt auch, das Wort ist jetzt von mir, Meme-Technik geben. Ihr ahnt schon, wo ich da gleich hin will. Und so wie es das Wort das Genom gibt, als Summe, als Gesamtheit alles Wissens, aller Informationen, die in dir von Mutter Natur fest verdrahtet sind, quasi das Ergebnis der Evolution, das ist das Genom. So gibt es natürlich auch das Memom. Witziges Wort, drei M's, aber so bildet man das Substantiv. Das Memom. Das wäre dann die Gesamtheit deiner Prägungen, deiner Erfahrungen, deiner Erlebnisse, das Echo der Evolution in dir, die ganze kulturellen Prägungen, die du mitnimmst, und alles das, was dich zu dem Menschen macht, der du bist. Diese gesamte, also Software klingt ein bisschen derb, wenn ich das so sage, aber halt alles das, was du an Lernen, an Erfahrungen, an Erlebnissen aufnimmst und was dich zu dem macht, der du bist. Und ihr ahnt, was der Schatz im NLP ist? Das Coole am NLP ist, mit dem, was Bandler und Grimder begonnen haben, können wir das Memom entschlüsseln. Wir können an diesen Code rangehen, an diese Programmierung, an das, was da alles drin ist, und können erstmal, ähnlich wie das mit der Gentechnik wir gemacht haben, wir können erstmal damit beginnen, dass wir es entziffern, dass wir es lesen. Aber dann können wir natürlich auch anfangen, dort vielleicht kleine Fehlerchen auszubessern. Es sind maximal kleine Fehlerchen. Wenn es große Fehlerchen wären, würdest du jetzt nicht hier sitzen. Kleine Fehlerchen. Dann gibt es vielleicht Stellen, wo wir sagen, ja, da könnte man vielleicht irgendwas verbessern, nochmal ein bisschen aufpolieren, dann kann man eine kleine Verbesserung einbauen. Aber das Entscheidende ist, du könntest damit natürlich auch dann von anderen Leuten auf eine sehr bewusste Art memetische Informationen übernehmen, ein Stückchen Code übernehmen. Jetzt sagst du, ja, das ist doch Modeling, sage ich, ja genau, das ist Modeling. Ja, das ist Modeling. Das heißt, Modeling ist, dass wir uns dieses Gesamte angucken, das Memom, dass wir es entschlüsseln, dass wir daran arbeiten, das ist die Veränderungstechnik, Coaching, Therapie, und dass wir es miteinander teilen. Also wie gesagt, wie Sex, nur besser. Dass man die Meme-Codes miteinander verbindet und schaut, dass daraus irgendetwas Neues entsteht. Und wenn ich noch einen draufsetze, so wie es genetisch ein Immunsystem gibt, was sehr sauber unterscheidet zwischen Ich und Nicht-Ich und das, was nicht du bist, sehr kritisch prüft und oft rausschmeißt, wäre es auch gut, du hättest ein memetisches Immunsystem, was auf der Memebene prüft, was bist du, was bist nicht du. Und was ist Quatsch? Und glaub nicht jeden Quatsch und schmeiß es raus. So ein bisschen memetische Hygiene ist vielleicht auch eine ganz gute Idee. Und da kommen wir nachher drauf. Allerdings, und das ist natürlich auch klar, solange du nicht weißt, wer und was du bist, solange du dein Memom nicht halbwegs entschlüsselt hast, wird es unglaublich schwer zu sagen, was bin ich, was bin nicht ich. Okay, einen habe ich noch für euch, bevor ich die Folie wieder klein mache. Die von euch, die in Biologie richtig fit sind, also noch viel fitter als die meisten anderen, haben bestimmt schon mal gehört, dass im Gencode, in dieser Doppelhelix, also ich mal die mal kurz hier, die Informationen abgespeichert sind mit diesen vier Basenpaaren, und die werden immer abgekürzt mit A, C, G und T. Da ist die Information drin. Und das Coole ist,
Das haben wir im NLP auch. Da heißt das V-A-K-O-G. Also das haben Bandler und Grinder noch rausgefunden. Danach haben sie sich zerstritten, hatten andere Sachen zu tun. Aber die sind bis zu dem Punkt gekommen, dass ihnen klar geworden ist, die Grundspeichereinheit unseres Memoms, unserer gesamten Erlebnisse und Prägungen sind sinnesspezifisch abgespeichert, also mit Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken, komme ich nachher auch gleich drauf. Das heißt, hier setzt dann die Memtechnik oder wie immer man das nennen soll, an. Okay, jetzt ist es natürlich so, dass wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich die super naheliegende Frage, ja, wie geht denn das jetzt konkret? Und konkret geht das folgendermaßen. Also stell dir vor, das Memom in dir ist wie eine gewaltige Bibliothek. Das Wissen der Menschheit komprimiert in dir, weil ich meine, es ist auch sowas wie Sprache dabei, das ist also kulturell ganz viel. Es ist unglaublich viel kostbares Wissen, kostbare Erfahrung, was da in dir drin ist. Und das Allermeiste ist in irgendwelchen Katakomben im Keller, in Archiven irgendwo drin und zugänglich. Und ein paar Sachen liegen im Lesesaal, offen aufgeschlagen, gut beleuchtet. Das ist halt nur wenig. Jetzt denkst du dir, es wäre doch schön, ich könnte an alles ran und ich würde mich da auf Schatzsuche begeben, in diesen Archiven, in diesen Gängen, in diesen Kammern und irgendwas finden. Ja, gute Idee, aber Obacht. Das ist so groß, das ist so viel. Wenn du dich da einfach reinwagst, du bist verloren, du bist rettungslos verloren, das ist viel zu groß. Und du brauchst, das weißt du als guter Schatzsucher, du brauchst eine Schatzkarte. Du brauchst eine Karte, wo diese gesamte Speicherung, dein Memom, wo das kartografiert ist, damit du dich auskennst. Und wie gesagt, Bandler und Grinder hatten da schon anderes zu tun, aber zum Glück hatten die einen Schüler. Und dieser Schüler, das ist unser Mann für die Karten im NLP, das ist Robert Dills. Und ich glaube, Dills, dem ging es ein bisschen so, der hat ja auch mitbekommen, was Bandler und Grinder da gemacht haben, diese irrsinnige Genialität, dieses also wirklich Unfassbare. Das war halt ein bisschen unordentlich. Da war es, lauter Modelle, lauter Erkenntnisse, lauter Geniestreiche. Und dann kam Dills und meinte, ich mache da mal ein paar Landkarten draus. Und er hat viele Landkarten geschaffen. Ich würde sagen, die wichtigsten sind definitiv Platz 1, das Modell der logischen Ebenen. Das ist unsere zentrale Landkarte im NLP, mit der orientieren wir uns. Score-Modell, aus dem Score-Modell als Ausgründung, Strukturmodell der Veränderung. Das ist schon ziemlich cool. Aber so cool Robert Dills ist, eines hat auch er nicht geschafft. Und zwar 8 Milliarden Karten anfertigen. Also das wäre selbst für Dills ein bisschen viel, dass er jetzt für jeden Einzelnen eine Karte macht. Ne? Und heute bist du dran und morgen bist du dran. Darum hat er es folgendermaßen gemacht. Er hat sehr allgemeine Karten gemacht. Also da hat er jetzt quasi nicht dich porträtiert, er hat also quasi so den Menschen porträtiert. So sieht ein Mensch aus, so abgebildet, rudimentär, ganz grob auflösend. Und diese Karten, die werden in NLP-Ausbildungen vermittelt. Und diese rudimentären Karten, die sind schon so gut, dass viele Leute die Karten anschauen und sagen, das bin ja ich. Nein, das bist nicht du. Guck mal, das ist so ein bisschen, wie wenn ich das hier malen würde und sage, und dann sagst du, das bin ich. Nein, das bist nicht du, das ist ein Smiley. Das heißt, das ist ein ganz grobes, allgemeines, aber es reicht schon zum Erkennen, dass das vielleicht ein Mensch sein könnte. Und die Leute sind ganz verzückt. Ui, logische Ebene, ui, ich habe Glaubenssätze, ich habe Werte, ich habe Metaprogramme. Ist das faszinierend? Ja, aber das ist der Anfang. Wenn du dir deine wirkliche eigene Karte von dir machen möchtest, musst du anfangen, dass du das jetzt fein zeichnest, die Details nachträgst, ausmalst quasi. Also als Beispiel, im Modell der logischen Ebenen gibt es eine Ebene, da sind Werte. Super. Du weißt also jetzt, du hast Werte. Toll. Ja, und welche? Das wäre die nächste Frage. Ja, welche Werte habe ich denn? Was sind denn meine Hinzu- und meine Weg-von-Werte? Oder du liest da drin, du hast Glaubenssätze. Ja, da wird doch jeder Mensch gerne wissen wollen, ja, welche Glaubenssätze habe ich denn? Und das ist der nächste Schritt, dass du dann eine spezielle Karte von dir selber anfertigst, wo wirklich du
porträtiert bist, also wo deine Werte, deine Glaubenssätze, deine Metaprogramme, deine Erfahrungen drauf sind. Und wir haben da unglaublich viel, ich zeige euch das mal, ich zeige euch nur einen kleinen Ausschnitt, wir haben da unglaublich viele Sachen im NLP, auf die wir zurückgreifen können. Ich habe das ein bisschen nach Komplexitätsstufe gemacht. Also ganz unten ist, ich habe es mal sensorische Diskriminierung genannt, das heißt einfach Unterschiede, die die Sinne wahrnehmen können. Diskriminierung heißt einfach Unterscheidung. Und die fassen wir zusammen auf der Ebene, mit der wir im NLP normalerweise arbeiten, WAKOK. Sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken. Wobei es wichtig ist zu wissen, zum Beispiel das, was wir visuell nennen, das sind ja schon, ich weiß nicht wie viele, 10, 15, 20 verschiedene Arten von Zellen. Ihr habt Stäbchen, ihr habt Zäpfchen, ihr habt die einen sehen Bewegung, die anderen sehen hell dunkel, die anderen sehen Farben. Ihr habt bestimmte Zellen für bestimmte Farben. Man hat sogar bestimmte Zellen für horizontale und für vertikale Linien. Also ganz viele verschiedene Zellen im Auge und wir sagen sehen. Fühlen, Druck, Temperatur, Gleichgewicht, Schmerz, was da alles drin ist. Wir sagen fühlen. Das heißt, wenn wir diese Karten malen, haben wir im NLP Elemente von verschiedenen Komplexitätsstufen, die wir nutzen können. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte wirklich eine Karte von mir anfertigen, wo ich wirklich genau eingezeichnet bin, dann wäre das dein Weg, dass du erstmal die Sprache lernst, die Elemente, ich mache mal wieder aus, weil ich glaube, ihr habt es gelesen, dass du erstmal die Sprache lernst, die Elemente, dich mit den groben Karten beschäftigst, also Psychografie, Spiral Dynamic und eben logische Ebenen, anfängst, die Details zu malen, ja, sieht es mir ähnlich, sieht gut aus, vielleicht dann auch mal andere Leute porträtierst, ich würde mit denen anfangen, die dir wichtig sind, weil bei denen lohnt es sich am meisten. Und wenn du wissen willst, wie das geht, naja, schau dir halt einfach an, was es schon gibt, also was Bandler und Grinder und Dills schon gemacht haben. Dills hat unglaublich viele Leute im NLP porträtiert, Walt Disney, Disney-Strategie, Albert Einstein, Einstein-Strategie. Also es gibt ja da schon einiges. Change History ist vermutlich ein Porträt von Virginia Satir, da kann man doch mal gucken, wie wird das denn gemacht, dass das porträtiert wird. Und dann machst du das und dann bildest du dich ab und dann machst du eine Schatzkarte von dir und dann gehst du auf Suche und wenn du sagst, ich will mehr, dann machst du noch Karten von anderen Leuten und gehst bei denen auf Schatzsuche und dann bist du in Schätzen. Und mit der Theorie war es das jetzt soweit. Jetzt sollte man es praktisch machen. Und ich ahne schon, dass ich denke, na, kostenloses Seminar, das war die Theorie. Jetzt kommt die Stelle, wo Ralf mir eine Heizdecke verkauft oder ein Topfset. Nein, ich glaube, das würde dir nicht gerecht werden. Also, du hast jetzt eine gute halbe Stunde von mir diese Sachen gehört. Und jetzt ist die Frage, wo und wie machen wir das konkret, dieses Ganze? Wie bauen wir das konkret ein? Und da gibt es eine Vorlage. Die können wir schon nutzen. Es gibt ein wichtiges Element, das kennst du schon. Und die von euch, die meinen Newsletter abonniert haben, die kennen das, was jetzt kommt, schon ein bisschen. Also für die, die das nicht kennen, mein Newsletter, ich schreibe jeden Samstag ein Newsletter. Das ist quasi ein NLP-Buch, was samstäglich kapitelweise erscheint. Inzwischen sind das ungefähr 400 Seiten, die da entstanden sind. Und da habe ich letzte Woche beschrieben, also am Samstag, wie das so konkret geht, wenn man voneinander lernen will, wenn man so diesen Meme-Code austauschen will, wenn man sagt, du hast einen spannenden Code, ich habe einen spannenden Code, vielleicht kann man den kombinieren, also dein Code und mein Code kombiniert, gibt einen neuen Code. Also wenn du irgendjemanden triffst im Leben und denkst, aus uns könnte was werden, also so eine Code-Kombination könnte aus uns werden. Und dann denkst du dir, weil du ja schlau bist, dass du den anderen vielleicht, bevor ihr da anfängt, Code zu kombinieren, doch mal testest. Dass du vielleicht einen Gentest machst mit dem Mem-Test, dass du weißt, auf wen du dich einlässt. Und diesen Gentest und Mem-Test nennst du dann Flirt. Das heißt, das, was die Leute Flirt nennen, ist in Wirklichkeit ein knallharter Gen- und Mem-Test. Und ihr wisst alle, wie das geht. Ihr wisst vielleicht bloß nicht bewusst, wie das geht.
Ihr wisst, wenn ihr jemanden interessant findet, dann startet ihr zuerst einen dreistufigen Gentest, weil wir testen erst die Gene. Das ist einfach deswegen, wir wissen, das Genom ist stabiler. Es wacht selten einer irgendwann plötzlich mal mit einer neuen Hautfarbe oder mit einem neuen Geschlecht auf. Das heißt, da haben wir mehr Stabilität. Und den ersten Test, den wir machen, wir gucken die Person dann so an, oh, sieht ja gut aus, gefällt mir der irgendwie symmetrisch, angenehme Hautfarbe und so weiter. Mit anderen Worten, schaut der gesund aus. Das, was wir schön nennen, ist im Großen und Ganzen einfach ein anderes Wort für gesund. Also der hält noch eine Zeit durch, da lohnt sich, sich drauf einzulassen. Wenn du deiner Meinung bist, ja, erster Test, check, dann gehst du etwas näher ran und testest die Pheromone, das sind riechbare Hormone. Da kriegst du ziemlich viel unbewusst mit, wie das so bei dem ist mit den Genen und dem Immunsystem. Und wenn du findest, ja, den kann ich riechen, das riecht gut, dann sind die Männer fertig an der Stelle. Die könnten dann weitermachen. Wie vorhin schon gesagt, Frauen wählen gründlicher. Das heißt, sie macht dann gern noch einen unauffälligen Speicheltest beim ersten Kuss und checkt auf dir sein Immunsystem. Das war eine der liebsten Geschichten von Frau Birkenbiel. Und die hat da immer darauf hingewiesen, dass Frauen wissen sollten, dass ihr Körper beim ersten Kuss einen Speicheltest macht. Und wenn das Ergebnis ist, nein, unser Genom passt nicht zusammen, dann ist die Leidenschaft sofort weg. Dann ist der Flirt zu Ende. Und das versteht er aber nicht. Und darum hat die Birkenbiel gesagt, der erste Kuss günstigerweise in der Öffentlichkeit, also die Fluchtmöglichkeiten besser, falls der Test negativ ausfällt. Aber gehen wir mal davon aus, beides kommt zum Ergebnis, passt, 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 passt. Dann starten jetzt drei Mem-Tests. Und der erste Mem-Test ist wieder ein Warkog-Test. Da wird beobachtet, wie verhält sich die andere Person, wie benimmt sich der. Und natürlich wollen wir vom Verhalten dann vor allem wissen, wie ist der zu mir? Wie ist der zu sich? Aber vor allem auch, wie ist der zu anderen? Also es gibt genügend Männer, die, ohne dass sie das geschnallt haben, ihr Rendezvous versaut haben, wie sie mit dem Kellner umgegangen sind. Weil da kann man sehr viel ablesen. Also das weißt du doch, wenn jemand gutes Benehmen hat, wenn jemand gepflegt ist, wenn jemand vielleicht sowas kann wie Klavier spielen oder von mir aus auch Schach oder sowas in der Richtung, dann kann man natürlich ablesen, dass das vielleicht mit Impulskontrolle zu tun hat, mit langfristig Arbeiten, mit Gewissenhaftigkeit und so weiter, mit Durchsetzungsvermögen. Natürlich können wir am Verhalten einiges ablesen über das Memom. Also wenn der checkt, Verhalten ist in Ordnung, dann kommt die nächste Stufe. Und jetzt gehen wir direkt in die Innenwelt und testen das, was NLP würde sagen, die oberen logischen Ebenen. Die sind in Geschichten kodiert. Darum heißt das Ding der Story Code, was ich dazu entwickelt habe. Und jetzt testen wir die Geschichten. Das heißt, Runde 1, Vergangenheit, Prägungserlebnisse. Was hat dich zu dem Menschen gemacht, der du bist? Also erzähl doch mal, was hast du erlebt? Wie war es bei dir früher bis hin zur Kindheit? Und dann kommt Runde 2, Zukunft. Was wünschst du dir? Wovon träumst du? Was möchtest du gern? Wo würdest du gerne leben? So weit in der Richtung. Runde 3, Gegenwart. Was wäre, wenn? Hypothetische Welten. Was hältst du von? Wie stehst du zu? Und so weiter und so fort. Dann kann man vielleicht irgendwann auch in so eine Als-ob-Beziehungssimulation gehen. Ja, was wünschst du dir von einer Beziehung? Was geht denn gar nicht? So mal ganz rein theoretisch. Und dann geht man das so durch. Und wenn der Test auch gut ausfällt, also ein zweiter Mem-Test, check, dann kommt der dritte Mem-Test und jetzt erlebt ihr ein Abenteuer. Ihr stürzt euch ins Abenteuer. Urlaub, Kletterwald, Kino, sowas in der Richtung. Weil, was du jetzt wissen willst, ist, wie verhält sich dieser Mensch in einer emotionalen Ausnahmesituation? Wir wissen das alle. So eine emotionale Ausnahmesituation. Das ist wie so ein memetischer Röntgenblitz, wo du in einem Moment die ganze Persönlichkeit durchleuchtet siehst. Und das ist uns so wichtig und wertvoll, das zu sehen. Wir zahlen sogar Geld dafür. Da gehen wir ins Theater oder ins Kino, um genau das zu erleben. Wie ist das, wenn jemand eine emotionale Ausnahmesituation erlebt? Und was macht das mit den Menschen? Weil da können wir die Leute erkennen. Und wenn du dich jetzt fragst, wie du dich selber entschlüsseln kannst, mimetisch, dann würde ich dir sagen, genauso. Du kannst dein eigenes Verhalten beobachten, du kannst deine eigenen Geschichten erforschen und du kannst dich selber in emotionalen Ausnahmesituationen beobachten. Und das alles ist eine NLP-Ausbildung. Weil genau das macht man in der NLP-Ausbildung. Man
beobachtet Verhalten von sich und anderen, nennt es Kalibrieren, Rapport und so weiter und so fort. Man erforscht die Geschichten, biografische Arbeit, Teilarbeit, sowas in der Richtung. Und man erlebt sich und andere in emotionalen Ausnahmesituationen. Und dafür möchte ich dich gewinnen. Und jetzt denkst du, aber es kommt nicht. Weil, wie schon gesagt, du hast mich jetzt erlebt, dreiviertel Stunde mein Verhalten ausführlich beobachtet. Du hast meine Geschichten gehört, wo ich herkomme, was ich mir wünsche, wie ich die Welt sehe. Und wie viele Leute haben wir jetzt gerade im Kurs? Du hast mich in einer emotionalen Ausnahmesituation erlebt, weil ein Webinar mit 348 Leuten über Modeling hatte ich noch nie. Und da wäre es doch jetzt schön, wir würden das vielleicht ein bisschen symmetrischer gestalten. Also, dass nicht nur du mich kennenlernst, sondern vielleicht auch du dich kennenlernst, auf die gleiche Art. Und mal wirklich, also ich meine, wenn du neugierig bist und mutig für die Wahrheit, dann könntest du doch jetzt mal rausfinden, wie das mit dir so ist. Und da lade ich dich ein zu einem Wochenende, weil das kriegen wir heute nicht hin. Das braucht ein bisschen länger Zeit. Am 3. und 4. Juli machen wir das zwei Tage. Für 198 Euro ist der Frühbucherpreis und beschäftigen uns mit den Sachen. Und das ist ja, was wir da machen, ist ja genau das, was ich damals mit Stefan Lanzelli gemacht habe. Da war ich auf seiner Terrasse und habe ihn befragt und ich hatte vorher sein Verhalten beobachtet. Der Mann ist gut, der Mann ist erfolgreich, der hat viel aufgebaut und dann habe ich ausführlich seinen Geschichten gelauscht. Und dann habe ich auch gehört von den emotionalen Ausnahmesituationen in seinem Leben. Und das Lustige war, das Gespräch war großartig, vor allem im Nachhinein und währenddessen unangenehm. Es war eine ganz komische Stimmung. Ich saß da, fühlte mich unwohl, habe meine Fragen gestellt, er hat Antworten gegeben und es war beide so ein bisschen wie so ein kratziger Pullover. Und wir haben das hinterher dann geklärt, warum. Also ich habe mit ihm geredet, 4 Stunden, bin dann zurück nach Berlin, habe das Ganze ausgewertet, habe also das, was er mir gesagt hat, eingetragen in die NLP-Schatzkarten. Das heißt, ich habe in die logischen Ebenen seine Werte, seine Glaubenssätze, ins Psychografie-Dreieck, wie ist denn da, was ist er für ein Typ, wie ist sein Entwicklungsbereich, in Spiral Dynamics, was ist da mit Orange und was ist da mit Grün. Das heißt, ich habe diese Vorlagen genommen, die NLP bietet, und habe dann mit feiner Feder da ein Original-Stefan-Lanzidl-Porträt rausgemacht und hatte natürlich dann die spannende Aufgabe. Ja, jetzt kenne ich sein Memom. Jetzt habe ich ihn entschlüsselt. Wie bekomme ich das in mich rein? Und die Antwort lautet genauso, wie ich es aus ihm rausgekriegt habe. Über Verhalten, Geschichten und emotionale Ereignisse. Das heißt, ich habe mir dann Übungen designt, wo ich mit Bodenankern in einem vorgestellten Raum mich bewegt habe und durch mein Verhalten Teile der Strategie übernommen habe. Ich habe mir dann seine Geschichten reingezogen, indem ich sie gelernt habe, dass ich sie wusste, man lernt man ja schnell so eine Geschichte, aber auch meine eigenen Geschichten in die Zukunft fortgeschrieben nach seinem Muster. Und ich habe mir emotionale Ausnahmesituationen designt in Form einer Trance zum Beispiel, wo ich dann die aufgenommen habe mit kitschiger Musik und dann angehört habe und geheult und was Großartiges erlebt habe. Und so habe ich Stück für Stück seinen Meme-Code in meinen integrieren können. Und alles in allem habe ich 60 Übungen designt für dieses Modeling und die habe ich ihm geschickt. Und dann war er baff. Und dann meinte er, das hätte er sich nur echt nicht gedacht, dass da so viele Übungen kommen. Und dann hat er mir gesagt, warum er sich so unwohl gefühlt hat in dem Modeling. Weil er meinte, jetzt kommt dieser arme Mann extra den weiten Weg aus Berlin und befragt mich nach meiner Erfolgsstrategie und ich kann ihm nichts sagen. Und das war so lustig, weil er hat mir so viel gesagt, aber natürlich hat er mir die Sachen gesagt, die für ihn völlig selbstverständlich sind, die waren quasi nicht der Rede wert. Dass das für mich überraschend, unglaublich, verblüffend war,
das kann er ja nicht wissen, das ist ja für ihn normal, so einen Satz zu sagen, wenn ich ein Angebot mache, dann stößt das auf Erfolg, das ist halt einer von seinen Glaubenssätzen. Und dann konnten wir die Stimmung zum Glück auch miteinander klären. So kurz als Fußnote, das heißt, wie ich Strategien von anderen Leuten in mich reinbekomme, dafür hat NLP als MEM-Technik, als MEM-technische Werkzeuge, die Formate entwickelt. Und es gibt, wie gesagt, schon 20, 30, 40 NLP-Formate, die sind vorgefertigt, liegen bereit, die kannst du anwenden, variieren, ausprobieren, erforschen, wie die funktionieren. Aber die wirklich spannenden, das sind die, die du dir bauen musst. An dem Wochenende, ich zeige es euch nochmal, dass ihr es nicht vergesst, an dem Wochenende werde ich euch auch Übungen zeigen von dem Stefan Landsiedel Modeling und ich werde euch vor allem auch erklären, wie diese Übungen aufgebaut sind. Weil natürlich, du kannst dir auch 20 Jahre Zeit nehmen und alles selber rausbringen, habe ich auch gemacht. Aber falls du, es waren unschöne Augenblicke drin in diesen 20 Jahren, wo ich die Leute modelliert habe. Also falls du dir da einige Umwege sparen willst, würde ich dir empfehlen, bau auf dem auf, was schon da ist. Das haben viele Leute gemacht, dass sie sich auf das bezogen haben, was da ist. Man nennt das voneinander lernen. Also wenn da schon einer ein bisschen was kann, dann könnte man da ja einfach weitermachen mit dem, was der da so kann. Ich verrate dir noch ein Geheimnis. Und zwar, was sozusagen der wirkliche große Schatz der Menschheit ist. Also das, was es sich lohnen würde zu heben. Okay, denk dir mal Bill Gates. Bill Gates war viele Jahre lang der reichste Mensch der Erde. 120 Milliarden Dollar hat er im Augenblick. Das ist echt viel. Und manche sagen zu viel für einen. Das ist irgendwie ungerecht, dass der so viel hat. Wäre es nicht viel schöner und viel gerechter, wir würden das verteilen, was der hat? Also es gibt knapp 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Wenn wir also die 120 Milliarden von Bill Gates auf die 8 Milliarden Leute verteilen, dann kriegt jeder 15 Dollar. Abzüglich der Kosten der Verteilung, muss ja irgendwie zu dir kommen. Naja, ich denke mal so 10 Dollar werden bei dir ankommen. Kleinigkeit noch, du müsstest dann allerdings auf Windows verzichten und auf Office und auf die ganzen anderen Sachen, die Microsoft entwickelt hat, mit denen Bill Gates reich geworden ist. Es wären noch ein paar hunderttausend Leute arbeitslos, aber ist egal, du kriegst 10 Dollar. Und wenn du sagst, ich verzichte sogar noch auf Amazon, dann kriegst du bestimmt noch 15 Dollar obendrauf. Also diese Leute sind deswegen so unfassbar reich, weil sie auch Milliarden von Leuten einen Wert bieten. Und du merkst, wenn wir jetzt das, was die haben, die Ergebnisse, die Früchte nehmen und sie verteilen, das ist irgendwie mau. Ich habe eine andere Idee. Wie wäre das? Bill behält sein Geld. Der muss jetzt sowieso der Melinda ganz viel abgeben davon. Du behältst Office und Windows und bekommst obendrauf noch die Bill Gates Erfolgsstrategie aufgedeckt. Wie hat er es wirklich geschafft? Sein Memo. Und ich glaube, du merkst, das wäre der spannendere Deal, weil wie ich Stefan Landsiedel die Strategie übernommen habe, war das Coole, dann konnte ich das, aber er konnte es immer noch. Er konnte sogar noch besser als vorher, weil er hatte einen bewussten Zugang jetzt dazu. Er hatte Selbsterkenntnis, also Zugriff. Und ich hatte es auch. Und wenn wir jetzt von Bill Gates die Strategie teilen, mimetisch, also horizontal, dann ist so, wir können den Reichtum verteilen und er wird mehr. Also die Idee ist auch nicht neu. Denk mal an deine Urgroßeltern damals in der prähistorischen Zeit. Und die waren in der Horde und sind da durch die Steppe. Und hatten die da einen in der Horde, der konnte vielleicht viel besser Speer werfen als die anderen, nennen wir ihn Utk. Und der Utk, der war ein richtig guter Speerwerfer, der hatte mehr Fleisch als die anderen. Das haben die anderen gemerkt, haben sie beschlossen, den verhauen wir und dem nehmen wir das Fleisch weg. Ja, glaubst du, der wirft noch gut Speer? Der denkt sich irgendwann, ihr könnt mich alle mal. Ich werfe keinen Speer mehr. Das heißt, der Stamm starb aus. Aber ein anderer Stamm kam vielleicht auf die Idee und hat ihn gefragt, du Urk, wie machst denn du das so gut, den Speer zu werfen? Kannst du mir das beibringen? Und da meinte der Urk vielleicht, ja gern. Also ich stehe morgens um 5 auf und übe erst mal 3 Stunden Speer werfen.
Das war die Stelle, wo dann einige gesagt haben, okay, ich sammle lieber Beeren. Das Coole am Modeling ist auch, wenn du weißt, wie jemand zu bestimmten Ergebnissen kommt, macht dich das erstaunlich neidfrei. Weil du kriegst mit, von diesen großartigen Sachen, die Leute haben das nicht geschenkt bekommen. Die haben einen Preis dafür gezahlt. Die haben ihr Leben oft dem gewidmet. Die haben lange gearbeitet, um das zu kriegen. Nur finde ich, weil ich habe ja auch an der Musikhochschule damals lange studiert, um Musik zu lernen. Und ich habe damals viel gelernt über schlechten Unterricht, weil die Profs, die ich damals hatte, die waren durch die Bank großartige Künstler, aber nur einige von denen waren auch großartige Lehrer. Das heißt, ich habe erlebt, wie das ist, wenn jemand was weiß und kann, aber er kann es nicht weitergeben. Und drum ist es gut, wenn man das abbilden kann und versteht und dann auch sieht, wie ist der hingekommen. Und dann, wenn man wie in meinem Fall sagt, jetzt bin ich 4, 5 Jahre an dieser Hochschule und nimm mir die Zeit, um das zu lernen. Da wäre es doch schön, ich hätte auch eine Strategie, mit der ich auch mit großer Wahrscheinlichkeit auch das gleiche Ergebnis kriegt wie der andere. Und nicht hinterher merkt, dass der sagt, reicht irgendwie nicht. Okay, ich gebe euch noch ein Beispiel. Wenn ihr euch ein bisschen mit NLP auskennt, kennt ihr bestimmt Milton Erickson, den Gottvater der Hypnose. Der hat Hypnose wirklich erfunden. Und Erickson war 2-mal verheiratet und hat 8 Kinder. Also der hat seine Gene erfolgreich weitergegeben, der Mann. Was bringt dir das? Wahrscheinlich nichts. Aber bei Erickson im Seminar, da saßen Bandler, Grinder, Jeffrey Zeig, Steve Gilligan, Steve DeShazer, Gunter Schmidt, Ernest Rossi, richtig viele coole Leute. Und was die gemacht haben, auch wenn sie es nicht so genannt haben, Bandler, Grinder haben es so genannt, die haben den Erickson modelliert. Die haben sein Memum entziffert. Die haben geguckt, wie er sich verhält, hat mit Gesten sehr spannende Sachen gemacht. Die haben auf seine Geschichten gehört und die haben mit ihm zusammen emotionale Ausnahmesituationen erlebt. Und Bandler und Grinder haben dann daraus, ihm zu ehren, ein Porträt gemacht, ein NLP-Porträt. Und das nannten sie, ihm zu ehren, das Milton-Modell. Und dieses Milton-Modell, das können Tausende und Zehntausende von Leuten auf der Welt. Das hat sich verbreitet. Damit ist Milton Erickson unsterblich geworden. Er hat seine Meme weitergegeben durch dieses Modell. Das heißt, Modeling macht unsterblich, wenn du dein Porträt zeichnest und die Schätze auch weitergibst. Was wir machen an diesen beiden Tagen, ist genau das. Das heißt, die Idee ist, dass du am ersten Tag, am Samstag, dein Verhalten beobachtest. Und zwar, es ist ja ein Online-Seminar, dein inneres Verhalten. Wir haben ja innen drin nochmal eine Welt, die ist ja fast noch größer als die Welt da außen. Das ist ja eine unendliche Welt innen drin. Und in dieser Innenwelt bewegen wir uns auch. Und wenn die eng ist, dann ist man halt außen eng. Und wenn die weit ist, ist man außen weit. Und wenn die hell ist, strahlt man. Und wenn die dunkel ist, strahlt man halt nicht. Das heißt, wir erforschen die Innenwelt und wir erforschen, was passiert, wenn wir in dieser Innenwelt was verändern. Wie verändert sich es dann außen? Okay, Landkarte. Dann machen wir als nächstes, dass wir die Geschichte erforschen, in der du lebst. Jeder Mensch lebt in einer Geschichte und ich wünsche dir, dass es eine gute Geschichte mit Happy End ist, die du da erlebst. Und an dieser Stelle nehmen wir als Beispiel Werte, weil mit Werten kann man sehr gut und sehr schnell arbeiten. Das sind die Wegmarken in deiner Geschichte, wo geht's hin, wovon geht's weg und sowas in der Richtung. Und ich stelle dir dann auch ganz skizzenhaft eine von den großen Landkarten vor, die Psychografie. Und wenn man die Psychografie kombiniert mit den Werten, dann kann man eine psychografische Wertelandkarte machen von dir, ein Porträt. Und dann kann man gucken, wie dein Weg im Leben ist und wo der leichte Weg für dich ist
Und wo die Abgründe sind, wo du ständig reintappst und dich immer fragst, wo kommt der Abgrund her? Und dann findest du halt den Weg außen rum und dann kannst du das üben. Und was du auch an dem Samstag erleben wirst, du wirst ganz zarte, andeutungsweise emotionale Ausnahmesituationen erleben. Um dich mal selber in so einem Moment auch kennenzulernen, wie das so ist, wenn es blitzt, memetisch. Und dann hast du eine Schatzkarte von dir und dann kannst du mindestens ein Juwel innen drin finden. Und ich meine, wenn das dann nicht nochmal eine emotionale Ausnahmesituation ist, dann weiß ich auch nicht. Und der Seminartag hört auf gegen 17 Uhr. Wir machen viel in Kleingruppen und dann um 17 Uhr machen wir das Internet nicht aus, das bleibt an. Wir öffnen dann sogar noch Kleingruppen-Breakout-Rooms, wo du dann die ganze Nacht, wenn du möchtest, Open-End, dich mit anderen Leuten treffen kannst, Geschichten austauschen, Meme tauschen, Meme-Tests machen mit denen, wenn es dir attraktiv erscheint. Und dann treffen wir uns wieder am Sonntag und dann machen wir das Ganze andersrum. Dann geht es darum, dass du die Schätze, die du am ersten Tag gefunden hast, am zweiten Tag mit anderen Leuten teilst, austauscht. Das heißt, du beobachtest das Verhalten anderer und lernst darüber, deren Karte zu verstehen. Du erforschst die Geschichten von den anderen und erlebst, wie die deine Geschichten erforschen und erlebst anderen emotionalen Ausnahmesituationen. Und dabei wirst du erleben, wie das ist, wenn andere Leute sich versuchen, mit deiner Karte zu orientieren. Das ist zum ersten Mal zum Brüllen komisch, weil das einfach nicht passt am Anfang. Aber du wirst über diese Dissoziation, über die Distanz auch unglaublich viel über deine eigene Karte lernen, wenn du die bei jemand anderen siehst. Und Karten von anderen Leuten ausprobieren, das macht so einen Spaß. Das ist wie wenn Kinder am Dachboden so eine Truhe mit Kleidung finden und alles ausprobieren, Kostümprobe, die verrücktesten Sachen. Und irgendwann passt dann doch was und irgendwas sieht gut aus und da ist vielleicht irgendwas dabei, da siehst du aus wie eine Prinzessin oder wie ein Prinz, was du halt möchtest und denkst dir, boah, ist das schick. Und das Coole bei den Memen, das Coole an einem Seminar ist, was dir passt, kannst du mit nach Hause nehmen. Das gehört dir, das ist deins. Das kannst du einfach anprobieren. Okay, einen habe ich noch, bevor wir zum Ende kommen. Vielleicht ein bisschen überraschend, aber ich will es doch noch hinten dran hängen, weil es mir wichtig ist. Denn wenn du dich mit diesen Sachen, mit diesen Memen, mit diesem Meme-Code, mit dem Memom beschäftigst und wenn du die Schatzkarte zeichnest von deiner Innenwelt, dann wird sich noch was anderes ergeben. Lass es mich mal auch wieder ein bisschen länger anfangen. Wir haben seit gut 100 Jahren oder ein bisschen länger, haben wir ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass die Welt nicht grenzenlos ist, dass wir in einer Welt leben. Und ein ganz entscheidender Punkt war auch, das ist gar noch nicht so lange her, als wir dann irgendwann aus dem Weltall diesen blauen Planeten gesehen haben und gemerkt haben, der ist wunderschön, aber verglichen mit dem Weltall ist der echt ziemlich klein. Und wir haben gemerkt, die Welt ist eine Welt. Und dann kam so irgendwann die Idee, so groß ist die gar nicht und vielleicht sollten wir ein bisschen auf die aufpassen. Und am Anfang dachten die Leute, oh, die Ozeane sind so unendlich riesengroß, da kann man reinkippen, das merkt keiner. Irgendwann hat man gemerkt, oh, das merkt man doch, wenn da was reinkippt. Und dann haben wir uns jetzt inzwischen Umweltschutzbewegung, das gehört dazu, das ist drin. Wir wissen, dass das sehr wertvoll ist, wenn wir darauf aufpassen und gut damit umgehen. Und jetzt frage ich mich und dich, ja, was ist denn mit der Innenwelt? Ich meine, vielleicht wäre es genauso Zeit für eine Innenweltschutzbewegung, dass wir also auch das innen drin. Und ich finde das Bild so schön, das ist von Pixabay. Die haben wirklich eine durchsichtige Weltkugel, wo man das beides sieht. Man sieht die Außenwelt und man sieht die Innenwelt. Und dass man sich um diese wunderschöne Innenwelt, die in dir ist, dass du dich um die auch kümmerst. Weil es gibt auch Innenweltverschmutzung. Also da liegt oft ein Müll rum. Manchmal. Das ist nicht schön. Und es ist vor allem so, was da wirklich
nicht rumliegen sollte, ist Angst, weil Angst ist wirklich ein Gift. Angst ist giftig. Und manche haben so eine richtige Giftmülldeponie da in sich drin, von irgendwelchen Gedankenviren, Sachen, die sie gehört haben, irgendwelches Zeug, was sie aufgenommen haben. Und da ist das mimetische Immunsystem einfach zu schwach, um dafür zu sorgen, dass das wieder rausgeht. Und dafür musst du das stärken und wissen, wer du bist und wie du bist, dass du wirklich auch unterscheiden kannst. Das eine bist du und das andere bist nicht du. Und das, was nicht du bist, musst du ganz genau prüfen. Das habe ich dir vorhin gesagt, mit dem Prüfen, bevor du Meme übernimmst, passt das wirklich zu dir? Weil wenn dir einer Angst, also wenn man Leuten Angst macht, kann man mit denen so ein, kann man die manipulieren. Man kann denen irgendwie ihre Freiheit abluchsen. Man kann denen den Frieden, den inneren Frieden vermasseln. Das ist wirklich nicht schön. Und Wissen hilft da. Nehmen wir so als Beispiel, es gab eine Zeit, da, wenn es ein Gewitter gab, dachten die Leute, die Welt geht unter, die Götter sind sauer, alles geht jetzt irgendwie den Bach runter und da hilft bloß noch Opfern und Beten und was weiß ich. Wir heute wissen, ja, Wolken, Gewitter, Elektrizität, Ladungsausgleich, guck mal, der geile Blitz. Das heißt, manch einer liebt jetzt Gewitter. Man hat keine Angst mehr davor. Vielleicht ein bisschen Unbehagen, aber keine Angst. Man weiß, was das ist. Und wenn du weißt, was in dir drin ist, kannst du völlig anders mit diesen Sachen umgehen. Das ist der Sinn von Selbsterkenntnis. Und schau mal, dieses, diese beiden Tage, wo du Verhalten beobachtest und auf deine Geschichten lauscht und die emotionalen Ausnahmesituationen erlebst, das ist doch im Grunde zwei Tage Flirt mit dir selber. Da kommst du dir näher. Und ich habe so das Gefühl, du passt gut zu dir. Ihr beide seid ein Match, du und du. Da könnte was draus werden. Das nennt man dann Selbstmodeling, wenn man von sich selber lernt und die Sachen kombiniert. Okay? Also, dieses Memum ist das, was dich ausmacht. Das ist die Erfahrung, die du in deinem gesamten Leben gemacht hast. Und es schwingt noch die ganze Kultur mit, die dich hervorgebracht hat. Und das ist ein Schatz in dir. Und dafür brauchst du eine Schatzkarte. Dann findest du den Schatz. Und dann kannst du den Schatz genießen. Am besten mit anderen Leuten zusammen. Okay? Und mein Vorschlag ist, am 3. und 4. Juli. Dankeschön. Und jetzt Fragen, so viel auch immer, zu allen Themen, die euch auf dem Herzen liegen. Genau, Caroline liest die Fragen jetzt vor, die im Chat gekommen sind, und ich schaue, ob ich eine gute Antwort drauf weiß. Okay, ich hoffe, man hört mich gut. Also es kamen schon die ersten Fragen zu dem Wochenende. Einmal kam die Frage, wie viele Teilnehmer zugelassen werden. Und dann kam auch die Frage von denen, die leider nicht können, ob es einen Alternativtermin gibt. Die zweite kann ich ganz einfach beantworten, nein. Weil, dass es den Termin überhaupt gibt, ist dem Zufall geschuldet, dass der Landsiedelkongress ausfällt. Und das war das einzige freie Wochenende in meinem Kalender in diesem Jahr. Das heißt, wenn wir es nochmal wiederholen, dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Aber wir hatten die Idee mit dem Online-Kurs. Oh. Okay. Mal gucken. Dann kam jetzt hier noch die Frage, ob man ab einem bestimmten Alter erst teilnehmen kann. Die jüngste Teilnehmerin, die ich hatte, war 12. Und mit der ging es gut. Das Problem bei denen, die noch jünger sind, ist meistens, die sind so unglaublich schnell im NLP, dass es die Erwachsenen frustriert. Also wenn man mitkriegt, wie Kinder mit Hypnose arbeiten, wie Kinder mit NLP arbeiten, das ist so ratzfatz schnell, das will man ja nicht miterleben. Aber so ab 12 waren die so lange in der Schule, dass sie meistens ein bisschen gebremst sind, da haben sie dann das Tempo von Erwachsenen. Also ich würde sagen so, um welches Alter geht es? Steht nicht dabei, oder? Steht nicht dabei. Nö. Also wir hatten schon 14, 16, 18 hatten wir alles dabei. Also ich glaube 12, 13, 14 wäre so das Grundalter.
Okay, dann eine Frage zum Modeling haben wir hier. Kann man auch den Flow-Zustand modeln? Das ist das Coole an Modeling. Also im Grunde muss man den Flow-Zustand gar nicht modellieren, weil er ist bereits modelliert. Und zwar, Flow ist ja ein Konzept von Cicin Mihai. Und der hat ja beschrieben, welche Elemente dazukommen müssen, damit es einen Flow ergibt. Und damit hat er ja im Grunde den Flow bereits modelliert. Das heißt, es geht ja nur noch darum, dass man diese Elemente in die LP-Landkarte einträgt und sie halt einfach macht. Das heißt, mit Modeling kannst du bei ganz vielen Sachen, wo Leute schon etwas erforscht haben, dich dann nur noch um die Installation kümmern. Wie kriegst du das in dich rein? Und darum ist der Dreiviertelweg schon gegangen. Okay. Dann hat Thomas ganz am Anfang gefragt und noch auch weitere, wie es mit der Aufzeichnung von diesem Webinar aussieht. Wenn die was wird, wovon ich ausgehe, dass die Aufzeichnung was wird, dann kriegt ihr, ich schätze mal, in 1 bis 2 Tagen eine E-Mail. Die kommt von Landsiedel und da findet ihr den Link auf die Aufzeichnung und auch die anderen Links, die ich in dem Seminar gebracht habe. Also in 1, 2 Tagen kommt eine E-Mail. Wer die E-Mail nicht bekommt, bitte bei mir nachfragen. Also heute ist Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Wenn die bis zum Wochenende nicht da ist, nachfragen, weil dann ist die in irgendeinem Filter hängen geblieben, die E-Mail kommt. Okay, hier habe ich auch noch eine Frage zu dem Wochenende. Wie läuft das Wochenende ab und wie kann man das online lernen? Wir haben ja jetzt durch diese, ich komme nicht auf den Namen, es gibt irgend so ein Virus angeblich, fällt mir nicht ein. Also irgendwie ist da was seit ein paar Monaten, weswegen wir jetzt schon seit längerem die Seminare auf Zoom machen, wie jetzt auch dieses Webinar. Und am Anfang waren alle dagegen, ich auch, nur rumgemault. Und irgendwann kamen die Ersten, und das trifft mich bis heute, die meinten, das wäre besser als live. Ach, das ist schrecklich. Aber es ist vergleichbar. Es hat Vorteile, es hat Nachteile. Es geht, in Summe geht's gut. Der Trick ist halt, aber das muss ich machen, dass man das Konzept ein bisschen anpasst. Dass wir halt zum Beispiel nicht äußeres Verhalten studieren, sondern inneres Verhalten studieren. Das heißt, wenn man die Übungen und die Erfahrungen auf Zoom anpasst, dann geht das sehr gut. Ist eigentlich logisch, weil Leute können sich auch im Kino verändern, Leute können sich auch beim Filmgucken verändern, also können sich Leute auch im Zoom-Seminar verändern. Das ist nicht das Problem, also es klappt. Ja, dazu passend gibt es auch noch eine Frage von Tina. Kann man denn online wirklich Leute kennenlernen und wie wird das gehen? Meint sie Tinder oder? Also, ich frage mich inzwischen manchmal, kann man offline Leute kennenlernen? Natürlich kann man online Leute kennenlernen. Also, gerade, ich meine, überleg mal, wenn wir dieses Wochenende auf Zoom machen, haben wir die Möglichkeit, Breakout Rooms zu machen. Das heißt, wir können Kleingruppenräume machen, wo wirklich nur 2, 3, 4 Leute drin sind. Da entsteht eine Intimität, die geht über das hinaus, was man im normalen Seminar hat. Das Zweite, was dazu kommt, ist, man ist den Leuten näher, durch das Kamerabild, optisch auf eine bestimmte Art. Und manche haben dann sogar noch so ein Headset, das klingt, als ob die dir direkt ins Ohr sprechen. Das ist richtig gut. Und das heißt, es entsteht zum Teil so eine Intimitätssimulation, aber die 1:1 Gespräche auf Zoom, gerade wenn Leute nah an die Kamera rangehen und man die so im Close-up sieht, ist schon, ich fand es selber wirklich erstaunlich. Wir hatten jetzt die Coach-Ausbildung, vielleicht haben einige von euch gesehen, es gibt ein großartiges Video mit Testimonials von den Teilnehmern der Coach-Ausbildung, was die da erfahren und erlebt haben. Und es ist wirklich so, dass online erstaunlich viel geht, ja, muss ich sagen. Das mit der Teilnehmerzahl, hattest du es am Anfang schon beantwortet? Weil nee. Es kam wohl mehrmals die Frage hier, wie viele Teilnehmer zugelassen sind. Also wir nehmen nicht mehr, als sich anmelden. Das ist die Höchstzahl. Also. Weil irgendwann muss Schluss sein. Aber wisst ihr, bei Zoom ist es, wir haben ja Platz, wir können anbauen. Also wer kommt, kommt. Schauen wir mal, wie viele Leute da sind. Braucht man einen NLP-Kurs, um den Inhalt des Wochenendes zu verstehen? Nein, fragt nein, Christian. Nein, nein. Es könnte sogar sein, dass man es ohne schneller versteht, aber das sollte dich auch nicht abhalten. Hier, die gefällt mir auch die Frage.
Kannst du uns das Memon von Stefan Landsiedel schicken? Nein, also ja, könnte ich, aber mache ich nicht. Nee, vielleicht schreibe ich mal irgendwann ein Buch drüber, aber ey, das ist Zukunftsmusik. Aber ich werde dann am Wochenende werde ich Übungen daraus zeigen. Ich werde Übungen andeuten, die man da machen kann. Ja. Und Christoph fragt, hast du eine Vorlage für ein erstes Selbstmodeling? Und zwar, Gott, ich weiß die Nummer jetzt nicht, aber es gibt irgendwo in diesem Newsletter, wenn du den Newsletter abonnierst, gibt es da auch ein Archiv. Da findest du alle 206 bisher erschienenen Newsletter und da gibt es auch was über Selbstmodeling dabei, wo du ein paar Sachen nachlesen kannst. Ich weiß jetzt die Nummer nicht, aber wahrscheinlich musst du nur Steuerung F drücken im Archiv oder Apfel irgendwas und dann gibst du ein Selbstmodeling und dann findet dein Computer für dich die Stelle, wo Selbstmodeling ist. Da gibt's was. Ja. Dann fragt Konstantin, wo man sich für diese 2 Tage anmelden kann und jemand anders fragt nach Rabatt für Studenten. Aha, der Anmeldelink könnte eventuell im Chat auftauchen. Das wäre vielleicht eine Idee, weil den gibt's irgendwo. Ja, geil. Da kommt er schon perfekt. Genau. Und Studentenrabatt gibt es meines Wissens nicht. Die ganzen Preisanmelde, sonstigen Geschichten gehen über Kitzingen, aber ich glaube, es gibt nur diesen einen Frühbucherpreis. Ja, hier kommt nochmal die Frage, ob du nicht noch einen zusätzlichen Termin ansetzen kannst und aber auch die Frage, ob es irgendwie eine Möglichkeit für eine Aufzeichnung gibt. Okay, ich mache einen zusätzlichen Termin am 7. und 8. September 2058. Ich weiß es nicht. Ich muss gucken, wie ich Zeit habe. Ich gebe im Augenblick 2 Practitioner, 2 Master, 1 Trainer, 1 Coach pro Jahr mit wenigen Gasttrainertagen. Das heißt, bei mir ist es so, dass fast alle Wochenenden belegt sind. Und die frei sind, die verteidige ich, weil sie frei sind. Und drum, ich hoffe, dass nächstes Jahr der Landsiedelkongress wieder stattfindet. Das wäre mir wichtig. Noch eine Frage zum Modeling. Aha. Kann man nicht nur den Unterschied zwischen mir und jemand anderem modellieren? Jein. Also man kann nur den Unterschied modellieren, aber man kann ja auch den Unterschied zwischen dir und dir. Und man kann auch den Unterschied zwischen dir und quasi dem Rest der Welt modellieren. Es ist klar, es braucht immer einen Unterschied. So wie man auch den Unterschied zwischen dir und dem modellieren kann, dass man sagt, das ist allgemein, die machen dich konkret, aber es ist klar, ich habe ja auch die eine Folie gezeigt, auf der untersten Ebene beginnt es immer mit Unterscheidungen, beginnt immer mit Unterschieden. Also Unterschiede sind der Start jedes Erkenntnisprozesses. Ja. Reichen denn bei gegebenenfalls vielen Anmeldungen die Anzahl der Assistenten? Kommt hier noch. Ja, wie viele Assistenten willst du denn? Also wir haben ein richtig großes Team und von daher denke ich, die reichen auf jeden Fall, definitiv, weil ich finde beides wichtig. Ich finde wichtig, dass die mal drin sind und dass man auch mal selber macht. Aber es sind genügend Assistenten dabei, ja. Sind bereits gemachte NLP-Erfahrungen hilfreich für Modeling? Und dann kam auch von Daniel noch die Frage, ob Modeling-Inhalte auch in der NLP-Trainerausbildung vorkommen. Beim zweiten kann ich sofort ja sagen, weil die Modeling-Ausbildung bei mir, Modeling-Practitioner, Modeling-Master, Modeling-Trainer, Modeling-Coach, kommen in allen Stufen Modeling-Inhalte vor. In Wirklichkeit kommt eigentlich sowieso in jeder NLP-Ausbildung Modeling vor, nur es wird meistens nicht aufgedeckt. Die Sachen sind ja durch Modeling entstanden. Also kommt Modeling auch drin vor, es wird bloß nicht benannt. Und das mit den NLP-Erfahrungen würde ich verallgemeinern. Jede Art von Erfahrung ist günstig, wenn man sie bewusst macht, sich bewusst macht, aufdeckt, auswertet und was daraus lernt. Okay, hier ist noch eine interessante Frage von Nastasia. Woher weiß ich, dass ich mein ganzes Memon gefunden habe? Aber kann ich dir ganz einfach sagen, du findest es nicht. Weil, also, das ist so groß, dass die Idee, es komplett 100%ig vollständig zu entziffern, ist schon deswegen albern, weil in dem Augenblick, wo du es entziffert hättest, wäre das so eine emotionale Ausnahmesituation, da wärst du ja schon wieder verändert.
Dann müsstest du von vorne anfangen. Das heißt, solange du lebst, wird das ja fortgeschrieben. Und drum kommst du nie an ein Ende. Du bist an der Stelle bist du endlos. Also wo man vielleicht eine Chance hätte, wäre, dass man das, wenn die super dokumentiert werden, von Leuten machen würde, die mal gelebt haben. Aber auch das, glaube ich, ist viel zu groß für einen Menschen. Also ich würde mal behaupten, Milton Erickson ist der vermutlich bestmodellierteste Mensch auf der Welt, den es je gegeben hat. Aber auch da war das so, Bandler, Grinder, Zeig, Rossi, wie die alle heißen, ja, die haben modelliert, wie er Hypnose macht. Aber viele andere Sachen, zum Beispiel wie der gekocht hat, sind nicht überliefert. Und vielleicht mit Recht, weiß man nicht. Wie lange geht das Seminar am Sonntag? Noch eine organisatorische Frage. 10 bis 17 Uhr. Also mein Teil bis 17 Uhr und was ihr hinterher in Kleingruppenräumen macht, würde ich überhaupt nicht wissen. Hier von Christian nochmal die Frage mit der Aufzeichnung. Das hatten wir aber schon. Und welche Unterlagen es dazu gibt. Ich merke gerade, ist es vielleicht noch schlauer, wenn du keine Doppelfragen stellst, weil ich immer die zweite Hälfte vergesse, merke ich gerade. Okay, welche Unterlagen es dazu gibt? Mhm. PDF im Skript, ja. Und die andere Frage war? Das war die wir schon jetzt mehrmals hatten, die mit der Aufzeichnung von dem Wochenende. Von dem Wochenende. Mhm. Da gibt es eine Aufzeichnung und zwar genauso, wie wir es jetzt im Augenblick machen. Da gibt es eine richtig gute Aufzeichnung mit der richtig guten HD-Kamera. Und die werde ich aber wahrscheinlich nicht kostenlos. Also müssen wir gucken, wie wir das machen. Aber es gibt eine Aufzeichnung und die wird auch erscheinen, wenn sie funktioniert. Und dann finden wir für die noch einen Weg, wie wir die rausgeben. Dann habe ich hier noch von Miljenko eine Frage. Was waren die Bestandteile der Schatzkarte? Vollständig. Vollständig kann ich dir, glaube ich, gar nicht sagen, weil ich zeige nochmal das Bild. Hier. An diesen quasi kartografischen Symbolen ist ja auch Work in Progress, da wird ja quasi ständig neu dran gearbeitet. Es gibt ein paar große Karten im NLP und in verwandten Gebieten, das sind logische Ebenen, Spiral Dynamics, Psychografie, soweit in der Richtung. Und dann kann man das ausfüllen mit allem, was dazu entwickelt worden ist. Ich habe hier ein paar Sachen hingeschrieben. Sprache, kulturelle Prägung. Das ist jetzt bei mir gerade zum Beispiel ein Projekt, was ich seit einem guten Jahr mache. Ich habe mir so nach dem Motto, man macht sich ja gerne mal kleine Aufgaben. Ich habe überlegt, inwieweit ich unsere Kultur modellieren kann. Dass ich schaue, wie unsere Kultur, und bitte fragt mich jetzt nicht, was ich genau mit unsere meine, weil das ist auch schon ziemlich schwierig, das zu definieren. Aber wie sind da die Landkarten, die Glaubenssätze, die Werte, die Zeitvorstellungen und so weiter? Und darüber musste ich wieder neue Bausteine entwickeln, die ich in die Karten einbauen kann. Also das ist ein bisschen so die Frage, ob es ein Wörterbuch gibt, in dem alle Wörter drinstehen, damit du alles beschreiben kannst. Und dann wirst du merken, na, das kann es nicht geben, weil plötzlich kommt einer um die Ecke und erfindet das Wort Memom. Und da steht in kein Wörterbuch, weil das habe ich erfunden für dieses Webinar. Das Memom, um das auszudrücken. Und drum wird das nie ein Ende haben. Das ist ein offenes System, was mit jeder Person, die mitmacht, wächst das weiter. Okay, Jenison fragt noch, ob man das Training nicht auch in der Woche anbieten kann, weil sie hat auch keine Wochenenden mehr frei. Kann man bestimmt, tun wir aber jetzt in dem Fall noch nicht. Mal gucken, wie es läuft. Oh, und hier auch noch eine Orga-Frage von Martina. Wann geht es morgens los an dem Wochenende? Um 10. Um 10? Ja, direkt nach dem Aufstehen. Okay, jetzt kommen die Fragen langsam zum Erliegen. Ich musste heute noch mal gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Also, wer eine Frage hat, die noch nicht gestellt worden ist, jetzt stellen, nur Großbuchstaben. Genau, falls ich irgendwas übersehen habe, bitte einfach noch mal in den Chat stellen, dann werde ich sie auf jeden Fall Ralf vorlesen. Genau.
Ja, ich glaube, Dennis möchte wirklich unbedingt das sehen und fragt auch nochmal nach der Aufzeichnung, ob man sie danach vielleicht auch kaufen kann oder die Unterlagen dazu kaufen Ja, kann. ich gehe davon aus, dass man das kann. Also, nur ich würde dafür gerne die Aufzeichnung erstmal sehen, weil wenn ich sie zum Verkauf anbiete, würde ich gerne richtig gute Sachen zum Verkauf anbieten. Und das meine ich auch mit der Aufzeichnung selber. Sagen wir mal so zu 95% ja. Aber lass mir eine kleine Unsicherheit, dass ich, ja, kann man kaufen. Okay, von Anna nochmal, sie möchte nochmal, was hat man vom Modeling-Seminar in zwei Sätzen, also so der praktische Nutzen? Du findest deinen Schatz, also den in dir, den anderen vielleicht auch, aber ich meine jetzt mal primär den in dir, und teilst ihn mit der Welt. Und nachdem das die anderen auch machen, dass sie ihren Schatz finden und ihn mit der Welt teilen, haben wir halt diesen mimetischen Austausch. Das ist die Hauptidee davon. Und der quasi dahinterstehende Nutzen ist Selbsterkenntnis in einer Art, wie du es wahrscheinlich dir nicht vorstellen kannst, wenn du es nicht erlebt hast. Ich kann es nicht anders sagen. Es gibt manche Sachen, die muss man erleben, um sie beschreiben zu können. Okay, es kommen ganz, ganz viele Dankeschöns im Chat. Selbsterkenntnis garantiert, schreibt Anna. Gut. Wenn euch noch hinterher irgendwas ganz Wichtiges auffällt, dann schickt mir noch eine E-Mail.